Ich will hier hauptsächlich für mich selbst meine Gedanken festhalten zu einem Thema, das mich mein Leben lang beschäftigt wie kein anderes. Es ist das Thema Demütigung. Vorneweg, ich persönlich mache in meinem Sprachgebrauch einen ganz großen Unterschied zwischen den Worten Beleidigung, jemanden beleidigen, sich selbst beleidigt fühlen, auf Beleidigung reagieren mit Rache bis hin zum Ehrenmord. Das ist nicht meine Welt. Das funktioniert auch meines Erachtens ein klein wenig anders, obwohl immer das Thema Demütigung dabei natürlich auch eine Rolle spielt. Eventuell zum Thema das Spiel mit dem Beleidigen, das böse Spiel, ein anderes Video. Was verstehe ich unter Demütigung? Die Demütigung hat als direkte Folge das Gekränktsein. Demütigung, Kränkung. Also das ist das Phänomen, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Die Gedanken waren sehr intensiv. Ich habe nur deswegen angefangen, Psychologie zu studieren und habe mich auch privat zu diesem Thema etwas informiert, allerdings nicht genug. Und ich habe auch das Studium nicht abgeschlossen. Was ich hier erzähle, ist also wissenschaftlich nicht fundiert. Wer das erwartet, muss sich wissenschaftliche Informationen einholen. Und wer das Problem hat mit Demütigung, Kränkung, der sollte sich unbedingt Hilfe holen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, nichts in meinem ganzen Leben hat mich so heruntergezogen, hat mich auch so zum Arschloch werden lassen, wie die Demütigung und die Kränkung. Nun habe ich kein Interesse daran, irgendeinen Schuldigen hervorzuzaubern für mein schlechtes Benehmen. Als Entschuldigungsgrund, ja, die haben mich gedemütigt und die haben mich gedemütigt und deswegen bin ich selber zum Vollidioten geworden. Nein, Schuld gibt es bei mir nicht. Und es gibt Menschen, die haben mich gedemütigt in der Meinung, sie würden mir was Gutes tun. Und ich denke, das ist schon der Punkt. Bevor ich mit dem beginne, noch einmal der Hinweis, es handelt sich hier um persönliche Erlebnisse, es handelt sich nicht um Schuldzuweisungen und es ist nichts Wissenschaftliches. Dazu bin ich nicht kompetent genug. Aber Lebenserfahrung bringe ich mit, gerade auf diesem Gebiet. Ich will aber niemanden die Schuld reinschieben. Eigentlich hätte ich es längst auf die Reihe kriegen müssen mit dem, was ich mittlerweile darüber weiß. Ich schaffe es nicht, ich bin aber noch am Arbeiten. Ich bin ja noch jung, ich bin ja erst 68. Es kann immer noch werden. Das Wesentliche an der Demütigung und Kränkung ist, dass es im Gegensatz zur Beleidigung
nicht so mit der ganzen vollen Absicht geschieht. Oft, sehr oft, merken Leute gar nicht, wie sie gerade einen anderen kränken. Das hängt immer auch ein bisschen von der Empfindlichkeit ab und von dem Selbstbewusstsein, das jemand mitbringt. Demütigung kann, wenn es schlecht läuft, schon sehr früh im Leben beginnen. Da ist eventuell ein Vater, der sich aus welchen Gründen auch immer in den Kopf gesetzt hat, sein Sohn müsste so werden wie er. Er müsste in seine Fußstapfen treten. Er müsste von ihm das lernen, was er braucht, um letztendlich dann vielleicht mal den Job des Vaters zu übernehmen. Wenn es schlimm kommt in einem eigenen Betrieb. Natürlich kann einem nichts Besseres passieren, als wenn der Vater eine Bäckerei hat und man findet Freude am Kuchenbacken und übernimmt dann mal einen gut laufenden Bäckereibetrieb. Problematisch wird es, wenn man eben keine Freude am Backen hat. Und Väter, die so unbedingt auf Gedeih und Verderb ihre Kinder als Nachfolger wollen, die können sehr schnell dafür sorgen, dass einem dann die Lust am Backen gänzlich vergeht. Da sind Kränkungen sehr schnell möglich. Wenn der Vater nämlich merkt, der Junge zieht nicht so richtig, dann nicht wahrhaben will, dass der Junge einfach keine Lust hat, sondern einen anderen Schluss zieht, nämlich der Junge hat kein Talent. Der Junge ist einfach dumm. Der ist zu dumm zum Kuchenbacken. Und dann seinen Frust darüber, dadurch los wird, dass er den Jungen schlecht macht, schlecht redet, runterzieht, kränkt, demütigt. Aller Welt immer wieder erzählt, mein Junge ist zu dumm dafür. Oder ihm ins Gesicht sagt, bist halt ein Dummkopf. Ich denke, das könnte eventuell einer der schlimmsten Momente im Leben eines Menschen sein, mit unglaublich schlimmen Folgen, die wir überall sehen, wo wir Biografien verfolgen, wo wir einen Blick auf die Geschichte werfen. Der Vater kränkt und demütigt den Sohn. Das Phänomen gibt es natürlich auch bei Müttern. Ich sage da ein Beispiel. Eine Mutter meint es gut, glaubt, dem Jungen etwas Gutes beizubringen, kommt aber mit lauter ollen Kamellen, die die Mutter selbst von ihrer Mutter und ihrem Vater gelernt hat, die damals möglicherweise schon ein bisschen fragwürdig waren, aber die Mutter hat es nicht gewagt, auch nicht wagen dürfen, das zu hinterfragen, zumindest nicht laut. Sie hat es geschluckt, sie hat es auswendig gelernt, sie hat es irgendwann sogar angenommen. Sie hat irgendwann vergessen, dass sie als Kind das gar nicht gut fand.
Also ich will damit nicht sagen, dass jedes Kind, das etwas nicht gut findet, auch recht hat. Wir wissen alle, dass man in jungen Jahren noch weniger Überblick und Sachverstand hat als später. Wir wissen, dass schon Erwachsene sehr oft Dinge tun, weil sie nicht genügend Sachverstand haben. Also die Mutter sagt Dinge, die dem Kind von Haus auf schon mal widerstreben, weil sie die eigene Freiheit vielleicht einschränken, weil sie unangenehm sind, weil man noch nicht weiß, was für Folgen es haben kann, wenn man grundsätzlich überhaupt nur Handy hängt und PC-Spiele macht. Früher war es der Fernseher. Dass es da sinnvoll wäre, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Ja, du sollst am Handy sein, PC spielen, Fernseh schauen, aber eben in einem gesunden Rahmen. Also davon spreche ich nicht, wenn ein Kind da einen Aufstand baut, sondern ich spreche schon davon, dass eine Mutter Sachen anordnet, die geschickter zu machen wären. Sie besteht aber auf ihre Vorschriften. Und da kommt es schon mal vor, dass auch ein Kind, und wenn es nur aus, was weiß ich, einem besonderen Glücksfall heraus ist, eine Mutter korrigieren kann. Oder vielleicht ohne Argumente dafür zu haben oder falsche Argumente sogar dafür zu haben, das Richtige propagiert und die Mutter sagen müsste, da denke ich jetzt mal drüber nach und dann schauen wir mal, wie wir das beide zu unserem gemeinsamen Vorteil hinkriegen. Wenn die Mutter zu so etwas nicht fähig ist, sondern immer wieder auf auswendig gelernte Dummheiten zurückgreift, dann kann auch hier sehr früh eine Kränkung entstehen. Dann kommen die Geschwister dazu, wo es ja sehr, sehr oft nicht um reines Nachdenken über eine gute Lösung geht, sondern um Machtkämpfe, um Rangordnungen. Da merkt der ältere Bruder, dass er gegen die Eltern nichts ausrichten kann und versucht jetzt, sich dadurch abzureagieren, dass er seinerzeit den Bruder oder die kleinere Schwester, den kleineren Bruder, so unterdrückt, wie er sich von den Eltern unterdrückt fühlt. Wenn die Eltern nicht aufpassen, kann er dieses Spiel durchziehen und schon haben wir wieder reihenweise täglich Kränkungen und Demütigungen. Und natürlich wächst da schon ein bisschen im Unterbewusstsein, in der Gefühlswelt auch die Angst. Da ist ein Vater, der mich jederzeit kränken kann. Da ist eine Mutter, die mich jederzeit demütigen kann. Da sind Geschwister, die mich jederzeit demütigen können. Und Angst, wie heißt ein wunderschöner Film, fressen Seele auf. Den Satz sage ich jetzt mal so, obwohl auch der Begriff Seele erst einmal sehr genau hinterfragt werden muss. Was soll das sein? Wie wird das benutzt? Wer benutzt das? Zu welchem Zweck? Wer missbraucht den Begriff Seele? Macht er überhaupt Sinn, der Begriff Seele? Bräuchten wir nicht Ersatzbegriffe etc.? Egal.
Angst, Fressen, psychologisches Wohlbefinden auf. Würde ich das jetzt mal umformulieren, so ganz spontan, ohne mir Gedanken